So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Risen. Ja doch, ich habe gesagt, wir gehen jetzt ins Bordell, Wir schauen nichts anderes an, wir gehen sofort ins Bordell. Hallo, Wasserpfeife, das ist das Erste, was wir hier erstmal nehmen, einen genüsslichen Zug hier vom guten Hooker-Tabak. Komm schon, Protagonist. Du siehst so deprimiert aus. Einmal ziehen und alle Sorgen sind schon weg. Okay, war super. Erickson, Delgado, der sieht aus wie ein Bandit. Sieht denn hier schön, ist eine Halskette. Aber du bist Sonja, Schatulle, Schiffsoffizier. Reden, reden. Olga. Alle wollen immer nur reden. Lust auf ein Abenteuer? Lass uns ein bisschen Spaß haben. Mit deiner Freizügigkeit. Geh zu deiner Sonja und bezahl mich. Dein Slip sehen? Dann bekommst du von mir alles, was du willst. Weiß. Das heißt, keine Erdbeerwoche. Ja gut, den Schrank können wir wahrscheinlich auch nicht ausrauben. Gut, Sonja, hi. Bist du die Besitzerin? Hör mal, Schätzchen. Wenn du hier was anfassen willst, musst du es bei mir zahlen, klar? Alles klar. Was kannst du mir anbieten? Du bist hier im feinsten Freudenhaus der ganzen Stadt, Schätzchen. Was du hier nicht findest, willst du auch nicht, verstehst du? Gut, die weiß, wie das Geschäft läuft. Wie läuft dein Geschäft? Seit die Weißen die Stadt abgeriegelt haben, wird unsere Kundschaft immer widerlicher. Schau dir doch bloß mal den Mistkerl Erickson da drüben an. Säuft den ganzen Tag und schlägt meine Mädchen. Und ich kann nichts dagegen unternehmen. Was? Frag doch mal mein Mädchen Carol danach. Erickson hat ihr ganz schön übel mitgespielt. Jemand müsste dem Kerl endlich mal so richtig was auf die Fresse geben. Also Nutten schlagen geht gar nicht. Das ist fast so ein Tabu wie Gewalt gegen Männer. Das geht auch nicht. Komm, gib mir mal. Gib mir ein Mädchen für die Nacht. Ja. Olga ist gerade frei. Sie ist dort drüben und wartet auf dich. Aber benimm dich, verstanden? Ich will keine Klagen hören. Du, ich bin da voll gut drin. Eine Nacht mit Olga. Neue Quest. Okay, Olga? Kannst du mal aufhören, morgen? Was denn? Olga, komm. Ich habe bei Sonja für dich bezahlt. Das sieht dir aber echt scheiße aus. Dann lass uns gleich 100 Erfahrungspunkte. Ich verspreche dir. Diese Nacht wirst du nicht vergessen. Und ein Questerfolg. Gut, also 50 Gold gegen 100 Erfahrungspunkte eingetauscht und wir fühlen uns wahrscheinlich jetzt frisch, entspannt und ausgelaugt. Du bist ein toller Junge, weißt du das? Ja, ja. Danke. Merkwürdig, dass du mir vorher nie aufgefallen bist. Ich bin ja auch noch nicht lange hier. Tja, und so wie ich dich einschätze, wirst du auch nicht lange bleiben, oder? Ich habe noch einiges zu erledigen. Schade. Nun, dann musst du tun, was du tun musst. Aber ich lass dich nicht gehen, ohne dir noch etwas mit auf den Weg zu geben. Oh, wenn du mal jemanden verärgert hast und er will deswegen nicht mehr mit dir reden, kannst du ihn mit dieser Zauberspruchrolle hier wieder besänftigen. Dieser Zauber ist ein sehr mächtiges Mittel. Er kann so einiges wieder gerade biegen, wenn du mal etwas ausgefressen hast. Benutze ihn weise. Danke, ich gebe mir Mühe. So, ich muss nun gehen. Pass auf dich auf, Süßer. Boah, wir haben es der Nutte ja echt angetan. Ne, die danced hier weiter, das heißt, wir können nicht ausrauben. Ja, wir verwenden die ganz weise unsere neuen Zauberspruchrollen. Gut, Sonja, verkaufst du auch Informationen? Verkaufst du auch Informationen? Wenn das Gold stimmt, bekommst du alles von mir. Du gibst mir 10 Goldmünzen und stellst deine Frage. Wenn ich sie beantworten kann, werde ich es tun. Und wenn du keine Ahnung hast, von was ich rede? Dann behalte ich das Gold. Das ist ja riesig. Kein Spaß ohne Risiko, Schätzchen. Ha, gehst du so auch mit Geschlechts- und Krankheit? Ich brauche Informationen. Krankheit. Was willst du wissen, Süßer? Ja. Das ist... Nee, die Information brauchen wir nicht wirklich. Erickson, du haust ich hab auch meine was anderes zu tun. Dirnen. Was willst du von mir? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Hey. Du hast ein paar über deinen Durst getrunken. Das geht gar nicht, Mann. Ich möchte mal wissen, was dich das angeht. Hau ab! Sonst gibt's ein paar aufs Maul, klar? Ich hab gehört, du bist ein Schlappschwanz. Was? Wer hat dir das gesagt? Ich bin vielleicht ein Arschloch, aber ich bin noch lange kein Schlappschwanz. So eine Frechheit! Barackenschlüssel? Für welche Baracke denn? Das ist eine Baracke? Ich hörte, du gehörst zur Mannschaft von Kapitän Roma. Okay, von wem, wie auch immer das Na geht. Na und? Egal. Ich möchte mal wissen, was dich das angeht. Hau doch endlich ab, Mann. Nee, Mann.
erzähl mir was. Nee, ich habe ein paar Fragen. Ich habe mal ein paar Fragen an dich. Und ich kann dir die Fresse polieren. Ansonsten habe ich dir nichts zu sagen. Verschwinde! Oh. Hey, komm, erzähl sag mal, mir mal was zu dem Schlüssel, den du bei dir hattest. Ha. Wenn ich dir sage, wem der Schlüssel gehört, kann ich mich ja gleich begraben lassen. Verschwinde! Aus mir kriegst du nichts heraus. Aus dem Schlüssel. Okay, komm jetzt. Ich werde dir jetzt mal Manieren beibringen. Du willst dich unbedingt prügeln? Das kannst du haben. Na dann mal prügeln? Los. Das ist ein ehrlicher Kampf mit meiner Machete. So. Ich will Blut sehen. Gib uns dein Bier und deinen Vorschlaghammer und das war's. So, was Mo, alles los? In Ordnung. Kannst wieder zurück. Delgado bleibt. Der muss ich jetzt ausruhen. Okay, Delgado. Das ist zu riskant. Delgado. Kennen wir den schon? Okay, du bist der Stärkere. Was willst du denn noch? Du weißt, wo sich Kapitän Stahlbarts Baracke befindet? Du scheinst nicht zu wissen, auf was du dich da einlässt, Mann. Wenn du so weitermachst, wirst du dir nur die Finger daran verbrennen. Mir egal. Du sagst mir jetzt sofort, wo Gregorios Baracke ist. Sonst setzt's was. In der Gosse, Mann. Das Ding ist in der Gosse. Es ist eine dieser Baracken in der Nähe von Costas Hotel. So, und lass mich endlich in Ruhe. Ich hab schon viel zu viel gesagt. Und der Schlüssel, den du bei dir hattest, passt zur Haustür, nehme ich an, ja? Ich sag nichts mehr. Gut. Hahaha, dem hast du es aber gezeigt, Schätzchen. Wurde auch Zeit, dass Eriksen endlich mal Schläge kassiert. Woher hat er den Schlüssel von Stahlbart? Gut. Was denn? Der ist jetzt... wir haben doch jetzt eigentlich eine Quest erfüllt, und zwar Frauenschläger. Ich will es... Was guckst du so? Sollte es nicht eigentlich die Quest Frauenschläger erfüllen? Oder müssen wir erst noch mit... Hast du keinen Dungeons? Anderen, den du vollquatschen kannst? Bist du die Frau, die geschlagen wurde? Lass mich. Ich bin gar nicht da, okay? Was ist los? Was ist los mit dir? Eine traurige Nutte ist keine gute Nutte. Dieses besoffene Schwein Eriksen. Tagelang saß er da auf der Bank und starrte mich so unheimlich an. Schließlich hat er bei Donna Sonja für mich bezahlt und ich sollte mit ihm gehen. Ich habe mich geweigert und da hat er mich verprügelt, das Schwein. Okay, wir haben ihn verprügelt. Eriksen hat alles seine Packung bekommen. Ja, ich habe gesehen, dass er ordentlich Prügel bezogen hat. Das war klasse. Nein, Moment. Aber ich fürchte, das reicht mir nicht. Er wird immer noch hier auf der Bank sitzen und mich anstarren. Okay, dann reden wir mal. Ich rede mit Eriksen. Ja, bitte. Er soll endlich verschwinden. Ah, jetzt haben wir die Quest Frauenschläger. Und hier haben wir auch einen Geheimgang. Man kann nämlich manche dieser Wandbilder anklicken, aber dazu kommen wir noch. So, Eriksen. Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Und fasst du die Mädchen hier noch einmal an, wirst du es bereuen. Verstanden? Ich bin ja schon weg. Nur nicht nochmal schlagen, ja? Neu in der Stadt und gleich mal die große Klappe haben. Also wir haben's drauf. So, Carol, alles erledigt. Ich schätze, Eriksen wird sich hier nicht mehr blicken lassen. Endlich ist der Spuk und wir kriegen vorbei. Den Erfolg Frauenheld. Du bist toll, weißt du das? Dafür, ich danke dass wir dir, die, mein großer Held. Hier hast du mein ganzes Gold. Ich werde mich jetzt erstmal hübsch machen. Und du? Pass auf dich auf, ja? Danke, du auch. Dein ganzes 70 Gold? Was denn das für ein Stundenlohn für ein Mieser? Und dir? Oder die hat alle schon ausgegeben. Gut. Sonja? Guck mal, der ist weg. Der Säufer Eriksen hat sich aus dem Staub gemacht. Das hast du gut gemacht. Ich dachte schon, ich müsste den Kerl ewig ertragen. Hier, dafür kriegst du von mir auch eine Belohnung, Schätzchen. Oh, nochmal 50 Gold. Da könnten wir zwar Informationen zurückkaufen, aber... Es gibt gerade nichts Neues. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Schauen wir mal die Baracke an. Ich weiß nämlich, wo der Schlüssel hinzugehört. Stahlbart. Ja, wird noch sehr wichtig werden. Also nicht unbedingt in dem Risen-Teil, aber im Zweier. So, du bist die Baracke, nicht wahr? Du bist jetzt unsere Baracke. Hi. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Bett? Ein Herd, ein Wildschweinfell? Nehmen wir. Und Stahlbarts Seemannskiste. Mit altes Schriftstück. Kann man das lesen? Nee, da. Frühe Vogel fängt den Wurm, geh Nordost zu Ost, das alte Grab wird es wissen. Gregorius irgendwas, hieß der Emanuel oder wie hieß der? Ich glaube, wir geben auch gleich mal Patty Bescheid, weil wir scheinen hier irgendwas auf die Schliche gekommen. Irgendwas auf die Schliche gekommen sein.
Patty. Der Start passiert so schnell nicht. Guck mal hier. Wegen deines Vaters. Wegen deines Vaters. Ich habe den Schlüssel gefunden. Ich habe bei Erikson diesen Schlüssel gefunden. Zeig mal her. Er trägt die Initialen meines Vaters. Gegeben Kein erhalten. Zweifel. Mit diesem Schlüssel hat mein Vater seine Habe eingeschlossen. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo. Nein. Wow. Ohne Zweifel, damit hat er es eingeschlossen. Ich fand dieses Schriftstück in einer der Baracken in der Gosse. Du hast es gefunden. Das ist großartig. Hier, guck mal, kannst du lesen? Das ist es, wonach ich gesucht habe. Jetzt kann ich endlich die Stadt verlassen. Danke, kleiner Held. Du hast dir eine fette Belohnung verdient. Ja, du kannst Ich hoffe, dir reichen 200 Goldmützen. Oder muss ich jetzt noch mehr deiner lästigen Fragen beantworten? 200. Gib mir das Gold, Rest. Komm, komm. Wir sind mal Good Guys. Behalt dein Gold. Jetzt erzählst du mir erstmal, was ich wissen will. Na schön. Ich hatte befürchtet, dass du das sagen würdest. Also, was willst du wissen? Ich hätte Gold annehmen sollen. Gut, was ist mit Captain Romanov? Was ist denn jetzt mit Kapitän Romanov? Er und seine Mannschaft können mir mal gestohlen bleiben. Ich hab jetzt, was ich wollte. Was ist so wichtig? Glaubst du immer noch, dass dein Vater auf der Insel ist? Glaubst du immer noch, dass dein Vater auf dieser Insel ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er hier gewesen. So viel weiß ich jetzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich ihn gefunden habe. Das Pirate kann überall sein. Was soll mit der Baracke deines Vaters passieren? Von mir aus kannst du sie benutzen. Den Schlüssel dafür hast du ja schon. Danke für das Angebot. Ich hoffe, das sagst du nicht nur, damit da mal jemand sauber macht. Du kannst ja auf der Straße schlafen, wenn dir das lieber ist. Nein, nein, schon gut. Ich nehm's. Ein Haus am Hafen habe ich mir schon immer gewünscht. Das steht in der Gosse, aber ja. Was passiert in der Kneipe? Was passiert mit deiner Kneipe, wenn du weg bist? Die wird mir nicht weglaufen. Und selbst wenn damit irgendwas passiert, kümmere ich mich darum, wenn ich gefunden habe, was ich suche. Was ist so wichtig? Was ist denn an dem blöden Zettel so wichtig? Blöder Zettel? Ich kenne einige, die würden dich glatt umbringen, um an diesen blöden Zettel zu kommen. Das ist der nächste Hinweis. Aber was rede ich? Du verstehst das ja sowieso nicht. Oh ja, ich habe keine Fragen mehr. Gut. Oh. Ist doch besser für dich. Glaub mir. Wie, so, wir können nicht noch mehr fragen. Jetzt muss ich nur noch aus dieser verfluchten Stadt herausfinden. Zeig mir mal deine Waren. Theoretisch können wir schon... Wir haben über 2000 Gold. Verdammt. Und 20 Lernpunkte. War auch nicht anders zu erwarten. Dann wird es Zeit, dass wir echt mal... Suchst du wen? Was lernen, oder? Oder was habe ich gesagt? Alchemie will ich auf jeden Fall lernen. Wir können froh sein, dass wir noch Und... Kann dann nochmal 5 auf Stärke gehen? Ja, ich glaube, das könnte nicht schaden. Also machen wir Alchemie und Stärke. Ne? Gerade du, nicht. Rodriguez. Brauchen wir nur einen Lehrer dafür. Wir gehen zuerst... Mensch, nach rechts geht's eigentlich erstmal noch nicht so interessant weiter. Deswegen gehen wir jetzt nach links. So, Erikson, du nicht hören. Bist weg. Hier liegt überhaupt nichts. Du, Typi, bist ein normaler Krieger. Nehmen wir erstmal die Pflanze und looten die einfache Truhe hier. Was steht hier einfach so? Einfach ein Wolfsfell mitten in der Stadt in der Truhe. Ja, nimmer. Oh, nochmal Minze. Die sieht man aber echt schlecht im Dunkeln. Und hier unten haben wir ein Bett. Da könnte man theoretisch auch immer schlafen. Das nimmt sich niemand. Den Bratering nehmen wir mit. Und ich erinnere mich, hier irgendwo lag noch ein... Genau, ein Schlüssel war hier versteckt. Ich weiß gar nicht, wie man drauf kam. Entweder man findet ihn halt oder... Ich glaube aber, es gibt auch Hinweise drauf. So. Hier gibt's Jacks Truhe. Mit dem Schlüssel. Ring, weil ja, nichts besonders wertvoll. Questerfolg? Gut, irgendwas kriegen wir. Und ganz wichtig, da oben ist die dritte goldene Schale. Und wir haben einen Telekinese-Zauber. Das heißt, wir können die schon zu uns holen. So, wir haben alle drei gefunden. Jetzt müssen wir nur noch entscheiden, wem wir sie geben. Wir haben ja wieder die Auswahl zwischen Banditen und Ordenskrieger. Na, mein Jung, was kann der alte Jack für dich tun? Was machst du hier? Was machst du hier? Sieh mich an. Ich bin ein abgetakelter Leuchtturmwärter. Ich habe immer von der See gelebt. Früher als Seemann, dann als Leuchtturmwärter und jetzt als Strandsammler. Aber ich will mich nicht beschweren. Man findet viele Dinge, die man gut verkaufen kann. Bis jetzt... Ich dachte, du wärst der Leuchtturmwärter. Ach, mein Turm und ich, wir haben uns hier zur Ruhe gesetzt.
Es kommen ja eh keine Schiffe mehr. Meine müden Knochen wollen nicht mehr. Und mein großer Freund hat auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin zufrieden, wenn ich auf meiner Bank sitze und mir den Wind um die Nase wehen lasse. Du hast nicht zufällig einen Rum, der meine Schmerzen lindert? Ja, du Schnorrer. Okay, aber weil wir dich ausgeraubt haben, können wir das, glaube ich, entbehren. Als Seemann zieht dir früher oder später die Feuchtigkeit in die Knochen. Die Knieschmerzen und der Rücken will nicht mehr. Da ist es egal, ob du ein Mann oder ein Turm bist. Alles wird morsch. Die See hinterlässt früher oder später immer ihre Spuren. Merk dir das, Junge. Lass uns handeln. Ja, der würde theoretisch auch noch diesen Telekinesespruch verkaufen. Oh, schwarze Perlen. 250. 6 Muscheln. Ich glaube, die kaufen wir. 18 Gold. Wenn wir eine Perle finden, können wir sie für 10 verkaufen. Nee, das lohnt sich nicht. Das ist ein Verlustgeschäft. Nee, lass mal stecken. Danke, Jack. War voll nett, mit dir zu reden. Was haben wir denn für Quests denn? Wir fangen eine Schatzsuche. Patty will die alle guten Dinge sind 3. Also wir können jetzt Carrasco die Dings geben. Oder Bart. Ne, Bart war nur der Auftraggeber. Und da oben wäre der Kommandant. Gut. Also wir müssen jetzt noch das Händlerviertel erkunden. Hier ist das Bordell, das heißt rechts geht es eigentlich nur gut zum Kommandanten. Und hier geht es dann auch, ja, wir gehen den linken Weg. So, Schleifstein. Wir können aber leider nicht schmieden. Wer bist du, Edgar? Du bist nicht von hier. Pass lieber auf, dass die Inquisition dich nicht erwischt. Wie meinst du das? Ich meine, du solltest aufpassen, wem du hier auf die Füße trittst. Sonst liegst du am Boden und weißt nicht mal warum. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Edgar, Chef der Stadtwache. Ah, früher lagen Recht und Gesetz in meiner Hand. Aber jetzt hat die Inquisition das Sagen und mich brauchen sie nicht mehr. Was muss ich über die Stadt wissen? Was muss ich über die Stadt wissen? Ich habe zwar über die Hälfte schon erkundet, aber... Es gibt Orte, an denen du nichts zu suchen hast. Zum Beispiel das Lagerhaus am Hafen. Zu spät. Wirst du da erwischt oder versuchst du was zu klauen, kriegst du Ärger. Und wie sieht der aus? Unser Rechtssystem ist einfach, aber effektiv. Wir hauen dir aufs Maul. Auch wenn du Bürger verprügelst oder unser Vieh schlachtest, hauen wir dir aufs Maul. Und falls du mal jemanden umbringst, haut ihr mir aufs Maul? Genau. Und anschließend bringen wir dich um. Oh. Also, gutes Rechtssystem. Was muss ich noch wissen? Was muss ich noch wissen? Wenn du mal Ärger hast, kann es vorkommen, dass die Leute nicht mehr mit dir reden. Was mache ich dann? Am besten, du machst gar keinen Ärger. Und falls doch mal was passiert? Tja, das ist dann dein Problem. Gut, danke. Es muss doch eine Möglichkeit geben, Ärger wieder in Ordnung zu bringen. Die Magier kennen da so einen Spruch, diesen Witzzauber. Witzzauber? Willst du mich verarschen? Es ist ein Zauberspruch. Er gibt dir das Gefühl, jemand hat dir gerade den besten Witz der Welt erzählt. Und? Und darüber vergisst du alle Verbrechen und hast keinerlei Grund mehr, auf jemanden sauer zu sein. Wo kriege ich diesen Zauber? Wie ich schon sagte, die Magier oben in der Vulkanfestung kennen diesen Zauber. Vielleicht findest du auch eine Spruchrolle hier in der Stadt. Ach komm, ich habe schon 9 Stück davon. Also ich find's genial vom Spiel, diesen Witzzauber einzubauen, weil es ist einfach ein RPG. Wenn du Scheiße baust, dann sollten die Leute auch wütend auf dich sein. Aber manchmal brauchst du die Leute halt doch, um eine Quest anzunehmen. Und deswegen gibt's den Witzzauber, damit man doch noch mit denen interagieren kann. Finde ich eigentlich ziemlich geil gemacht. Bist du ein guter Camp? Du bist ein guter Camp. Schleift einfach weiter. Schwert und Armbrust sind meine Werkzeuge. Und wie schon mein Vater sagte, jeder Handwerker muss seine Werkzeuge beherrschen. Daran habe ich mich immer gehalten. Kannst du mich trainieren? Klar, aber gutes Training hat seinen Preis. Verständlich. Warum trainierst du nicht die Rekruten? Anstatt sofort jeden Apfeldieb zu verhaften, habe ich schon mal ein Auge zugedrückt. Aber davon versteht die Inquisition nichts. Sie halten sich strikt an das Gesetz. Und trotzdem wollen sie nicht auf unsere Erfahrung verzichten. Einer meiner Jungs, Bronco, trainiert die Rekruten. Gut, unterrichte mich im Kampf. Dann kannst du weiter schmieden. So, er könnte uns Schwerkampf 3 oder Armbrust beibringen. Schwerkampf wollte ich noch ein bisschen warten. Wir nehmen auf jeden Fall die 5 Stärkepunkte. Ich will stärker werden.
Weiter so. Ja, Mann. Okay, perfekt. Das war's Gold wert. Wir haben immer noch über 2000. So, dann würde ich sagen, wie es im Händlerviertel weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hans-Peter. Ciao.